Hallo, der L hier, Teil 10, Fallout, Brotherhood of Steel. Und wir latschen hier immer noch durch die Gegend mit den furchtbar vielen netten Eiern, die einem unterm Arsch explodieren. Ich mag Minen nicht. Also Explosionswaffen sind nicht meins, das wisst ihr ja. Was ist denn hier los? Ich war da vorhin nicht da. Vor allem 10 Meter weiter schon wieder ein Speicherpunkt. Torschlüssel aufnehmen. Da geht's weiter, aber ich will trotzdem noch einmal die Runde komplettieren. Hier wäre ich ja jetzt weitergegangen. Doch, da ist schon offen. Aha. Sind wir jetzt da schon einmal komplett rum? Da ist eine Kiste offen. Oder ist die zu? Die ist zu. Na, dann können wir hier noch ein bisschen gucken. Ich sag ja immer in solchen Spinnen, ich möchte nichts verpassen. Man sieht ja, also die Stiefel, die ich gefunden habe, waren ja auch weitaus besser als das, was ich bei mir trug. Okay, da waren wir jetzt definitiv schon. Da habe ich hier bloß noch ein bisschen den Süden abzugrasen von dem Areal und dann geht es jetzt endlich weiter. Tiefer in die Mühle von den Banditen da rein. Na, mal schauen. Ja, das war's hier, glaube ich, endgültig. Kommt, glaube ich, nichts mehr. Ich sag, kommt nichts mehr und da liegt Loot. Sicher. So ist es doch immer, ne? Großkalibermunition, das lohnt sich auch. Das ist zum Beispiel für die Desert Eagle. Nein, da wollen wir definitiv nicht wieder rein. Jetzt gehen wir wirklich in die andere Richtung. Wir müssen immer zu dem blinkenden Questmarker. Noch was vergessen, na hallo. Das kann ja nicht sein. Weiß zwar jetzt nicht, warum die Musik einspielt, weil weit und breit kein Gegner zu sehen ist. So, dann gehen wir weiter zum Mühlenparkplatz. Wenn ich mich nicht irre, wird der Jesse schon auf uns warten. Der hatte, glaube ich, auch bei unserem letzten Gespräch irgend sowas in der Richtung gesagt. Hab heute wieder einen Frosch im Hals. Moment, ich drehe bloß gerade noch eine Zigarette zu Ende. So, toll. Wo ist ein Feuerzeug, wenn man sucht? Jo, Leute, geht ja schon weiter. Nicht meckern. Ich weiß, ich bin schlimmer Raucher, schlechtes Vorbild. Bäh. Erzählt mir mal was Neues. Ist halt, wie es ist. Ist das ein toter Wauzi? Sieht fast so aus. Gut, 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 gut. Das, was da blinken möchte, ich meine, ist Jesse. Haufen tote Viecher hier auch in den Waggons. Ich möchte mich, wie gesagt, immer in Ruhe umsehen können. Selbstgebasteltes Maschinengewehr, das ist doch mal nice. Gut. Hätte ich mir sonst wahrscheinlich bei Jesse jetzt gerade gekauft. Die braucht auch bloß die leichte Munition. Das ist schön. Dann kann jetzt. Ich meine, die macht wirklich weniger Schaden als die, aber. Passt mal auf. Schießt hier nicht. Ach, das ist hier eine friedliche Zone wegen Jesse. Deswegen kann ich hier nicht wild rumballern. Weil ich das Schrotgewehr, den Vorschlaghammer, das Maschinengewehr jetzt, die Desert Eagle. Gut.
Schön, erst dass du mal so weit verscheuern. Bist. Das hier ist das Zentrum des Banditenlagers. Wir sind hier sicher. Diese elende Ruine ist die Mühle. So, dann gucken wir doch mal, was er hat. Nein, wir können ja nochmal durchgehen, genau. Wo finde ich die Banditenmutter? Genau nördlich von uns liegt der größte Teil des Mühlwerks. Dort treibt sich die Mutter normalerweise herum. Angeblich mag sie die Vibrationen. Schon ein bisschen versaut, der Humor, aber das macht nichts. Kannst du mir was über die Mühle selbst erzählen? Die Sicherheitsschlösser der Mühle funktionieren noch. Kann sein, dass du Schwierigkeiten bekommst. Versuch doch ein bisschen Chaos zu veranstalten. Mach ich die ganze Zeit schon. Dann zeig mal, was hier loswerden können. Erstmal, denn was du hast. Jagdfülle. Ich tue sie weg. Ich glaube, das ist auch eine Waffe, die finden wir schon noch wieder. Gut. Dann tatsächlich mal auf Kauf. Doppelter Beretta brauche ich unbedingt. Nö, da ist jetzt wirklich nichts bei, wo ich sage, muss ich unbedingt haben. Rüstung, seht ihr ja, kriegt man nach und nach wirklich zusammen. Ist schade, dass ich nicht sehe, wie viel ich schon habe. Kann ich bei den Sachen gucken. Kleinkaliber 700, Großkaliber über 300, das ist doch nicht verkehrt. Schrot auch 270. Da brauchen wir keine neue Munition, Leute, also absolut nicht. Moment. Noch eine Nahkampfwaffe ausrüsten. Wie ist das? Und dann geht's weiter. Bisschen die Generatoren manipulieren. Denn der Sado tut sie irgendwann mal, wahrscheinlich erst im nächsten Part, eins auf den Keks geben. Richtig schön drauf. Ja, man schlägt gleich. Man schlägt keine Frauen, aber vertreten hat keiner was gesagt. So, speichern werde ich jetzt noch nicht. Ihr habt eure Befehle. Ihr wisst, was ihr tun müsst? Alles angreifen, was sich bewegt. Ausgenommen die eigenen Leute, richtig. Das ist... Oh, ungenau, das Ding. Furchtbar, furchtbar ungenau, leider. Rollt doch gerade ein bisschen die Flinte weggeworfen zu haben. Beziehungsweise verkauft zu haben. Aber wir kommen schon klar. Also im Nahkampf geht's. Das heißt Nahkampf. Je näher, desto besser. Sagen wir es mal so. Selbstgebaute Bombe. Wieder eine meiner Lieblingswaffen. Freuen Sie sich jetzt, L. Schussfolge finde ich gut. Bloß eben die Treffergenauigkeit ist ein bisschen nicht so doll. Und die Flinte hat auch besser gestunt. Also. Der Stagger-Effekt war wirklich einiges besser. Bei den Dicken ist es okay. Da treffe ich. Da Richtung Norden geht's weiter. Aber auf einmal geht ganz gut die Munition weg. Das war bei der Flinte nicht der Fall. Naja, wollen wir mal nicht meckern. Na, visieren. Visieren, mein Junge. Jetzt die Kante nicht hochlaufen. Wie peinlich. Und nichts drin. Was ist das für Quatsch? Du brauchst dich nicht verkriechen und klein machen. Bringt nichts. Ich kriege euch alle.
So, das nutzen wir doch gleich mal aus. Britischer Treffer. Ja, Reichweite bei den Schuss. Wie viel haben wir denn? 18 Stück. Gucke ich doch mal tatsächlich bei den. Weiter unten stehen. Auf 15 ist schon. Wäre schon geil. Sonderangriff. Erst der Freund dauert noch ein bisschen. Und ist ab Stufe. Nächste Stufe. Mir steht immer nicht, welche Stufe genau. Steht immer bloß nächste. Na gut, dann nehme ich Scharfschütze. Und wie viel habe ich jetzt noch? 10 immer noch. Adlerauge für die Reichweite. Nehme ich aber noch 2, aber ich glaube, die kann ich nie ausgeben. Na gut, dann nehmen wir die halt auf. Das Gefühl, ich treffe gerade nichts. Schweinerei. Boing. Ja, hier geht die Moon gut weg. Dann werde ich das mal anders machen. Dann wechsle ich doch tatsächlich mal auf die Wüstenadler. Irgendwas? Da kann man nicht rein. Gut. Hier ist, glaube ich, noch zu. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, die Gegner halten mehr aus. Versucht immer ganze Salven abzugeben und nicht einzelne. Eins, zwei, viele. Eigentlich springen nicht rollen. Zumindest trifft er mit ihr besser. Das ist gut. Nochmal da drüben. Da war, glaube ich, noch eine Kiste oder sowas. Nee, habe ich mich getäuscht. Das war ein Tisch. Die hatte ich nicht gemeint. Ich hatte wirklich diesen Tisch gemeint. Jetzt gut rein. Das auch zu, okay. Das hätte ich fast übersehen, das Stimpack. Bin aber mit der Wüstenadler trotzdem gerade irgendwie auch nicht so richtig zufrieden. Bin gerade ein bisschen nörgelig. Gefällt mir gerade alles nicht so richtig.
Jetzt irgendwie ist das Spiel so. Es ist mir nie aufgefallen, dass das so versaute unter der Gürtellinie Humor hat. Meine derbe Humor ist ja für Fallout bekannt, aber. Das hat hier ist mal ausgenutzt, die Spiele. Dem Pass habe ich es gezeigt. Ha. Was? So top platzt. Echt, wenn man nah genug steht, geht's mit dem Maschinengewehr. Habt ihr das denn weggesehen, Leute? Hat das jetzt? Ich glaube. Da. Das auch noch eins. Ich habe schon wieder so viel Scheiß eingesammelt. Muss ich echt mal gucken. Bombe? Ne. Spezialhandschuhe, habe ich die schon? Nö. Denn? Nehmen wir das doch gern an. Rüstung. Jetzt wären wir komplett, glaube ich, mit dem Ding. Jo. Ich finde, die Lederrüstung sieht ein bisschen cooler aus, aber bei den Werten ist das okay. Jetzt habe ich, glaube ich, mit diesem Hebel tatsächlich die Türen aufgemacht. Was sich allerdings dahinter verbirgt, das werden wir erst im nächsten Teil sehen. Ich würde jetzt einen Speicherpunkt suchen, einen netten kleinen. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, Leute. Teil 11 dürfte das sein. Und ich sag, ich bin der L. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und macht's gut. Ciao.